Wer Sattler werden möchte, muss sich bereits vor Beginn der Ausbildung auf eine von drei Fachrichtungen festlegen. Moritz Sprathelf hat sich für die Feintischnerei entschieden. Sein Ausbildungsbetrieb will eine neue Schmuckschatullenkollektion auf den Markt bringen. Moritz hält seine Idee in einer Skizze fest. Doch vom Entwurf bis zum fertigen Produkt ist ein langer Weg. Zunächst schneidet der 15-Jährige die Schablonen fürs Leder zu. Er hat erst vor 2 Monaten mit seiner Ausbildung begonnen, packt aber in der Firma schon voll mit an. Wer diesen Beruf erlernen will, muss von Anfang an selbstständig arbeiten. Außerdem wichtig, räumliches Vorstellungsvermögen. Der Korpus der Schatulle soll aus Leder sein. Ein teures Material, von dem der Kunde einwandfreie Qualität erwartet. Bevor er die Haut verarbeitet, muss Moritz sie genau untersuchen. Zuerst kontrolliert er die Stärke, dann schaut er nach Rissen und anderen Fehlern. Feintäschner müssen auch Maschinen bedienen können. Diese hier stanzt die einzelnen Teile aus. Moritz muss die Schablonen so platzieren, dass möglichst wenig Abfall entsteht. Das Leder ist viel zu dick und muss deshalb gespalten, also dünner gemacht werden. Auch das erledigt eine Maschine. . 0,8 mm. Nun ist es dünn und geschmeidig genug, um weiterverarbeitet zu werden. Kreativität spielt in diesem Beruf eine wichtige Rolle. Egal ob mutige Materialkombinationen oder freche Formen, der Fantasie sind fast keine Grenzen gesetzt. Die Schatulle hat Moritz in insgesamt 5 verschiedenen Farben entworfen. Er lernt bei der Firma Steinmann in Nürnberg. Und wie läuft's? Gut. Okay. Feintäschnermeister Robert Schell wirft bei den Lehrstellenbewerbern natürlich einen Blick auf die Zeugnisse. Ausschlaggebend aber sind nicht die Noten. Okay, ist gut. Und dann ein Scharnier hinten draufkleben und die Vorderklappe und dann sind wir eigentlich schon fertig. Sieht gut aus, gefällt mir. Okay. Viel wichtiger, gestalterisches Talent. Naja, man muss jetzt kein Künstler sein in dem Sinne, aber ein gewisses zeichnerisches Geschick und ein bisschen, man sollte schon auch es lieben, etwas zu entwerfen, was zu bauen oder dann was vor sich zu haben. Ja, das ist vielleicht genau das Richtige für die, die sagen, ich möchte mich nicht ins Büro setzen oder ich möchte einfach was tun mit meinen Händen und was erschaffen und wo sich andere daran erfreuen. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Sorgfältiges Arbeiten, handwerkliches Geschick, Kreativität, Sinn für Gestaltung und Ästhetik. Feintäschner arbeiten nicht nur mit Leder, sondern auch mit anderen Materialien wie Textil. Immer mehr Betriebe verlegen ihre Fertigung ins Ausland. Der Beruf wird deshalb immer seltener. Entsprechend rar sind die Ausbildungsplätze. Wer einen sucht, muss deshalb flexibel sein, so wie Moritz, der jeden Tag 3 Stunden zwischen Wohnung und Arbeit pendelt. Die lange Anfahrt nimmt er aber gerne in Kauf, denn die Ausbildung, sagt er, macht ihm wahnsinnig viel Spaß. Also auf jeden Fall, weil ich mit den Händen alles machen kann. Und auch eigentlich ist es sowas wie Designer. Also man entwirft ja selber die ganzen Sachen. Und dann kann man es auch noch selber herstellen. Die Ausbildungsinhalte. Lederwaren entwerfen. Material zuschneiden und bearbeiten. Lederwaren herstellen und reparieren. Kunden beraten.
Die Berufsschule im niederbayerischen Mainburg. Hierher kommen die angehenden Sattler aus mehreren Bundesländern, darunter auch Bayern. Der Blockunterricht dauert jeweils 2 bis 3 Wochen. Theorie und Praxis wechseln sich ab. Heute ist Werkstatttag. Jessica Fenkel schneidet die einzelnen Teile für einen Geldbeutel zu. Die Ausbildung zum Feintechner dauert 3 Jahre. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter BR Alpha. Ich mach's. Mit einer Einlage verstärkt Fuad Kilouli den Handtaschengriff. Das macht ihn stabiler. Mit den Ringen wird der Griff später an der Tasche befestigt. Carina Buchbinder näht mit Ahle, Nadel und Faden den Griff zusammen. Vorsicht, Verletzungsgefahr. Leder ist oft dick und deshalb schwer zu bearbeiten. Damit Sattler sich leichter tun, benutzen sie scharfe und spitze Werkzeuge. Mit dem Streicheisen verziert Jessica nun die Kanten. Freihändig. Die Linie muss exakt parallel zur Kante verlaufen. Gar nicht so einfach. Wenn man jetzt das Streicheisen nimmt, dann kann man mit dem Streicheisen von der Kante abkommen. Und dann muss man das ganze Stück nochmal von neu machen. Und das kostet natürlich Zeit und das kostet auch Geld. Deswegen sollte man das dann halt schon akkurat hinbekommen. Carina näht die letzten Stiche mit der Sattlernaht. Wichtig in diesem Beruf, ein gutes Auge und Geduld. Gerade die Feinarbeit kann oft mehrere Stunden dauern. Negative Seiten. Gelegentlich Überstunden. Verletzungsgefahr durch Werkzeuge. Selin Röhrig lernt bei der Firma Picard im hessischen Obertshausen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Handtaschen, die es in die ganze Welt exportiert. Einige Modelle werden hier noch komplett in Handarbeit hergestellt. Am Anfang hat Selin ein vielteiliges Lederpuzzle, das sie nun Stück für Stück zusammenfügt. Zuerst klebt sie den Überschlag der Tasche, also den Deckel. Glattleder, Wildleder, Kunstleder, das müssen Feintechner unterscheiden können. Hier verarbeitet Celine echtes Kalbsleder mit Kroko-Prägung. Auch das Nähen lernen die Azubis während der Ausbildung. In der Praxis übernehmen es in diesem Betrieb aber Lederwarensteperinnen wie Gabriele Lowak. Sie arbeiten eng mit den Feintechnern zusammen. Schnallen und Verschlüsse sind das i-Tüpfelchen auf den Taschen. Die 17-Jährige muss vorsichtig arbeiten, damit sie das teure Leder nicht beschädigt. Die Betriebe stellen überwiegend Bewerber mit mittlerer Reife ein, so wie Celine. Sie ist im 2. Lehrjahr. Die meisten Betriebe produzieren von Montag bis Freitag. Aber es gibt auch heiße Phasen, zum Beispiel wenn ein Kundenauftrag oder eine neue Kollektion fertig werden muss. Dann machen Feintechner Überstunden oder arbeiten zusätzlich am Samstag. Feintechner müssen ein Gespür für Gestaltung und Ästhetik haben.
Mehr Infos gibt's im Internet unter BR Alpha. Ich mach's. Ebenfalls wichtig, ein Gefühl für modische Trends. Also ich lese Zeitschriften und gucke im Internet, was für neue Farben kommen, was für neue Trends, was für neue Formen im Internet und auf Messen. Ich war jetzt auch schon mal hier mit der Firma auf einer Messe. Einige Feintäschner entscheiden sich nach der Ausbildung für ein Studium. Celine hingegen will wahrscheinlich auf die Meisterschule gehen. Karrieremöglichkeiten. Meister, Studium, eigenen Betrieb gründen. Die Feintischnerei Leonhard Rau im oberbayerischen Osterwarngau hat sich auf Reparaturen und Sonderanfertigungen spezialisiert. Meisterin Sabine Hagen setzt die individuellen Wünsche der Kunden um. Sie muss freundlich sein und sich gut ausdrücken können. Bis Gott. Bis Gott. Unerlässlich eine schnelle Auffassungsgabe und gute Vorstellungskraft. Ich hätte eine Tasche. Das ist eine Tasche von meinem Mann und ich hätte ganz gern eine neue Tasche, die in etwa so ausschaut wie die. Okay, dann können Sie Ihnen einfach noch eine Falte einfügen, dass Sie Zwischenfächer haben. Ja. Und ich kann Ihnen auch anbieten, dass wir oben die Klappe anders gestalten. Manche Kunden haben eine sehr genaue Vorstellung davon, was sie wollen. Andere verlassen sich auf den Geschmack und die Fachkenntnis von Sabine. Vom Rindsleder bis zur Elefantenhaut. Die Auswahl ist groß. Doch Sabine hat ein Gefühl dafür entwickelt, was dem Kunden gefällt. Jetzt schauen Sie mal das Rindsleder. Und es hat eine Struktur. Das ist ein bisschen genau abgepresst. Mit Longrein, das würde ich Ihnen jetzt mal empfehlen. Und eine Patina ist es dann immer, wird es immer schöner. Schauen Sie, das wird dann so ausschauen. Ja, doch. Und es ist auch schön fest. Fehlt noch das Innenfutter. Sie haben, glaube ich, ein blaues Futter drin. Mhm. Und ich würde jetzt das Graue dazu Ihnen anbieten. Ja, gerne. Ja, ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen, wie das dann ausschaut. Ein Reparaturauftrag. Das Leder an den Griffkappen ist im Laufe der Jahre dünn geworden und teilweise gebrochen. Vorsichtig löst Sabine die Fäden an der hochwertigen Designertasche. Die Patina soll erhalten bleiben. Deshalb werden die Griffkappen nicht erneuert, sondern lediglich mit Leder unterlegt. Sabine schneidet es mit dem Halbmondmesser zu. Es gehört zu den wichtigsten Werkzeugen des Sattlers. Feintäschner müssen geschickt ans Werk gehen. Behutsam setzt Sabine die Nähte so, dass die Fäden durch die alten Löcher laufen. Grüß Gott. Grüß Gott. Feintäschner. Ein Beruf für alle, die kreativ sind, gerne mit den Händen arbeiten und gestalterisches Talent besitzen. Die Kundin ist zufrieden. Für Sabine der Beweis, dass sie gute Arbeit geleistet hat. So, der erste Eindruck finde ich wirklich toll. Schau mal, was innen ist. Dass sie das Schloss gekriegt haben. Super, schick.